Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Space Engineers. Jupp, da sind wir wieder. Ist jetzt auch eine Zeit lang her, dass ich zuletzt aufgenommen habe. Und ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal... Wie viel Platz haben wir denn da überhaupt gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, wir brauchen jetzt 20 mal... Das Ding hier. So, huiuiui. Unser Bauprojekt geht hier Vollgas los. Was heißt, geht Vollgas los? Wir geben uns Mühe, sagen wir so. Dass wir das vorantreiben. So, jetzt platzieren wir das erst ein paar Mal. So, ich glaube, ich muss noch so ein paar allgemeine Punkte loswerden zu diesem Projekt hier. Ich meine, mir wurden hier immer wieder mal Tipps gegeben. Hier, lad dir mal Mods. Hier, schreib mal die Ingame-Skripte um. Die Ingame-Datei. Mach mal Skripte, dies und das und jenes. Nö. Ich meine, schön und lieb, dass ihr sagt, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Aber ich spiele doch grundprinzipiell mal so, wie ich das möchte. Und nein, ich habe hier keinen Zeitdruck. Und nein, ich werde hier nicht irgendwie die Datei umschreiben. Wir spielen einfach mit den Einstellungen, die wir haben. Punkt aus Mickey Mouse. Und wir werden sicher noch sehr, sehr, sehr viel Zeit hier verbringen, bis wir hier mal durch sind. Von daher, ja, mal gucken. Und wie es danach weitergeht, weiß ich auch noch nicht so ganz. Ob ich danach sage, gut, dann schaue ich wieder auf den Server vorbei oder ich mache ein anderes Projekt und warte dann hier auf die nächsten paar Updates oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das entscheidet sich dann alles irgendwann einmal. Aber ich denke mal, so bis Mitte nächsten Jahres haben wir hier locker noch zu tun mit der kompletten Welt hier. Wie machen wir das dann? Wenn ich in Fight gehe. Das glaube ich auch eine ganz gute Frage. Ich fliege ja dann irgendwann einmal in vielen, 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 vielen Folgen los hier zu unserem Ort des Geschehens. So, ich denke mal, das sind ja so rund 100 Kilometer. Je nachdem, was das hier für ein Kloppy ist, brauchen wir ein bisschen länger oder auch nicht. Und die ganzen Wellen, bis die da mal durchgespielt sind, das dauert ja auch einen ganzen Arm, ne? Ob man das da im Zeitraffer macht oder ob man sagt, alles klar, jetzt so als... Oh, oh, das müssen wir hier einmal aufladen. Jetzt so als Special, als Weltabschluss, machen wir die Folge genau so lange, wie meine Base hier existiert oder so? Ich weiß es nicht. Arbeiten die hier noch? Nee, ne? Meine Tanks sind alle voll, prinzipiell. So, jetzt brauchen wir das hier wieder. Schwere Panzerung. Ich glaube, wir sind immer noch zu klein mit dem Ding. Ich glaube, da müssen wir doch noch größer werden. Aber gucken wir mal. Und man sagt, gut, wir machen halt noch so 5 Geschütze weiter in die Tiefe. Ui. Weil es gibt niemals genügend Feuerpower. Ist so. Der Zeitpunkt, an dem man zu viel Munition haben kann, ist der, wenn das Lager brennt. Ansonsten nicht. Das ist wie mit dem Treibstoff. Kennt ihr bestimmt der ein oder andere von Space Engineers. Da gibt es ja immer diese lustigen, coolen Sprüche, wenn man sich einloggt. Und da stand auch... Weiß nicht, steht das immer noch da? Ich glaube. Der einzige Zeitpunkt, zu dem man zu viel Treibstoff haben kann, ist, wenn man brennt. Ach ja. So, mein Gehirn ist heute so ein bisschen damaged. Ich weiß auch nicht, wieso. Recht beschissene Nacht gehabt, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Nicht viel geschlafen.
Dann der ganze Vorweihnachtsstress, weil wir haben jetzt momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme kurz vor Weihnachten. Ja, und ich bin froh, wenn der ganze Stress jetzt dann mal vorbei ist. Alle Geschenke eingepackt und verschenkt worden sind. Dann passt das. Dann kann das normale Leben wieder ein bisschen... Achso, kann das normale Leben wieder ein bisschen eintreten. Und ja, dann hoffen wir mal, dass 2022 ein richtig cooles Jahr wird. Ich glaube, ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube, wenn ihr das hier seht, haben wir bereits das Jahr 2022. Auch cool. Grüße an die Zukunft. Ich hoffe, die Welt existiert dort noch. ich habe mir ein Video angesehen. Mal wieder. Naja, eigentlich dachte ich, es wäre irgendwie was. Eigentlich habe ich gedacht, das wäre es richtig cooles. Da kommen mal ein paar Informationen rüber oder sonst irgendwie was. Ne? Aber hat sich im Endeffekt als irgendwie, keine Ahnung. Ich persönlich halte da nicht viel von. Von diesen. Naja. Ich denke, es war eine Verschwörungstheorie oder sonst was. Da ging es halt darum, dass damals bei der ersten Mondlandung wohl der Neil Armstrong zur Bodenstation durchgefunkt hätte, dass er dort Schiffe sieht, riesige Schiffe, und beim Krater, da parken wohl noch welche, und die Menschheit hätte dann wohl Verbot bekommen, den Weltraum weiter zu erkunden und weiter fortzuschreiten und was weiß ich nicht alles, ne? Dachte erst, eigentlich klingt es recht interessant, aber im Endeffekt, nee. Hat es mir nicht so viel gebracht. Wie ist denn das mit euch da draußen? Was sagt ihr denn? Mondlandung? Ja oder nein? Gab sie nicht? Hat es Aliens gegeben, die uns verbieten, in den Weltraum vorzustoßen? Oder was sagt ihr dazu? Also ich bin ja da eher so der Mensch, so, Naja, solange ich persönlich noch keinen Außerirdischen gesehen habe, bin ich der Meinung, wir haben sie noch nicht so wirklich entdeckt. Dass es welche gibt, das streite ich ja überhaupt gar nie nicht ab. Weil es wäre ein wenig dreist zu denken, man wäre das einzig intelligente Leben im kompletten Universum. Obwohl, ist es dreist oder naiv? Es wäre auf jeden Fall sehr dumm auch. Ja, aber dann ist halt immer die Frage, ne? Sind wir eine recht junge Spezies? Also jetzt im Anblick auf das Gesamtkonzept Zeit? Dass man sagt, wir haben uns als Menschen relativ früh entwickelt. Und sind mit am weitesten vorangeschritten. Oder, das was ich eher denke, es gibt halt Spezies da draußen, die um ein viel, 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 vielfaches weiter sind als der Humanoide, der auf diesem kleinen Planeten hier wohnt. Weil man muss ja immer gucken, es passt sich ja immer alles den Gegebenheiten an. So, unser Tag hat einen Tag. Weil Erdumdrehung, bliblablub, ne? Jetzt hast du eine komplett andere Ausgangssituation. Die Erde dreht sich langsamer, die Umlaufbahn ist größer, ein Jahr ist kein Jahr, sondern du hast das, was wir als einen Tag Realzeit auf unserem Planeten haben, sind woanders halt gerade mal 2 Minuten unserer Zeitrechnung, weißt du? Und die bleiben halt dann aber trotzdem einen kompletten Tag wach. Da ist dann klar, dass die aufgrund dieser Gegebenheiten sich daran angepasst haben, komplett anders funktionieren, und dann dadurch, dass die Zeit bei denen auch anders berechnet wird und die sich anders an die zeitliche Konstante angepasst haben, vorausgesetzt, sie brauchen überhaupt sowas wie Schlaf und so ein Käse, glaube ich schon, dass es da Sachen gibt, die weit, weit, weit über das hinausgeht, was wir uns eigentlich vorstellen können. Weil wenn es da so eine Hightech-Alien-Rasse gibt, ne? Wer sagt denn, dass wir die Raumschiffe von denen sehen können? Wer sagt denn, dass die so groß sind, dass wir die sehen können?
Stealth-Technologie arbeiten wir doch eigentlich schon relativ viel damit. Mit diesem komischen, war es ein Tuch oder war es eine Scheibe? Weiß ich jetzt nicht mehr. Die das Licht bricht, wo man quasi durchguckt. Dann mit Kameras und hier den flexiblen LCD-Bildschirm, wo man quasi das, was hinter einem ist, dann nach vorne projiziert. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ja, man steckt dort am Anfang. Und wenn die weiter sind, dann haben die das sicher schon. Und ich meine, man könnte auch als Beispiel einfach mal nehmen, Drohnen. Bei uns fliegen ja hier auch jede Menge Drohnen durch die Gegend. Und wir haben ja auch mal einen, ich nenne es einfach mal Satellitendrohne, eine Satellitendrohne ins All geschickt. Und das fliegt einfach, ne? Hat jetzt keine spezielle Mission, sondern fliegt einfach. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, irgend so eine Spezies, ja, hat vor, was weiß ich, wie vielen Jahren oder ja, na sagen wir einfach vor Jahrmillionen, haben die eine Drohne losgeschickt, ausgestattet mit, keine Ahnung, Sachen, um Bodenproben zu entnehmen, Kameras, alles Mögliche. Das, was halt so eine Drohne von uns theoretisch auch so mit dabei hat, ne? Und die ist da Millionen von Jahren unterwegs und kommt irgendwann auf unseren Planeten, weil diese außerirdische Rasse halt festgestellt hat, also gemäß der, keine Ahnung, Radiowellen-Infrarotmessung auf diesem Planeten könnte es Wasser geben. Lass mal eine Drohne hinschicken. Tja, und dann irgendwann, Millionen Jahre später, der Planet hier hat sich weiterentwickelt, die Menschheit ist entstanden, die Drohne kommt an von einer Spezies, die es vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Und macht da ihr Ding. Da kommt mir dann immer so der Gedanke, was würde die Menschheit tun? Ich meine, das Erste, was der Ami machen würde, wahrscheinlich erstmal draufschießen und dann gucken, wo es herkommt. So, hier ist alles durch, ne? Ach nee, das ist ein Container, okay. So, look at this! Wir müssen definitiv noch weiter, glaube ich. Warte. Dann brauchen wir jetzt ein paar Stahlplatten. Hä? Also, wollte gerade sagen, ich habe keine Stahlplatten mehr. Das wäre jetzt aber auch schlecht gewesen. So. So, das sind ja zwei mit Loch, zwei mit Loch. Oh. Aua! Ja, danke, dass du mir das sagst. Hätte ich von selber wäre ich da nicht drauf gekommen. Aua! Boah, da stehst du ja ewig an so einem blöden Survival-Git. Los, mach hinne, Scherge. Ich muss ein Raumschiff bauen, eine fliegende Basis, weißt du. So, das war jetzt, so. Aber ich gehe einfach mal hier so lang, weißt du. Ach so, falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte. Ich habe ein Problem mit den Blaupausen. So, pass mal auf. Zack. Wenn ich jetzt hierher gehe und ich sage, alles klar, zack. Hier von meinem Onyx One möchte ich das gerne teilen. Dann gehe ich hier auf Entwurf oder Skript im Workshop veröffentlichen. Dann klicke ich da drauf und dann steht hier, das Vorschaubild ist zu klein. Die maximal erlaubte Größe beträgt 1 MB. Modifizieren Sie den Bauplan und versuchen Sie es erneut. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss ich mir, glaube ich, erstmal so eine Art Tutorial oder sowas für anschauen, ne? Was da los ist. Vor allem, das Bild ist zu klein, die Maximalgröße beträgt 1 MB. Hä? So, machen wir hier zwei oder haben wir da auch einen?
Da haben wir einen. Sicher? Jawohl, eins. Dann machen wir da halt. Ich bin ja auch ein Idiot. Ich hätte das auch ein bisschen einfacher machen können. Egal. So. Dann gehen wir jetzt erstmal durch und baller mal die Stahlplatten da rein, ne? Ja, so oder so ähnlich, denke ich mir das. Dann haben wir jetzt auch mal geguckt hier, wie ist es? Seven vs. Wild. Und das ist ja unglaublich, ne? Also mit unglaublich meine ich, diese ganzen Menschen, die auf diesen, boah, Seven vs. Wild, da musst du mit drauf, da kriegst du Klicks, da machst du, ich meine, klar, Marktstrategie, verstehe ich. Aber es ist einfach so billig von den Leuten. Da kriegen sie nichts Eigenes auf die Reihe, ne? Und müssen sich irgendwo anzecken. Hui. Oh, ich habe auf, weil ich gerade über schlechte Menschen rede. Ich habe auf Amazon, habe ich mir mal Vampirweingläser bestellt. Vampirweingläser sind quasi Gläser, die schon einen integrierten Strohhalm haben, der an der Unterseite des Glases dann angebracht ist. Ist eigentlich ganz cool. Ist nicht besonders billig, aber sehr geil. Und dann habe ich da 3 Stück bestellt, weil ich davon zu Weihnachten auch welche verschenken wollte. Und dann kam irgendwann die Post und dann lag da so ein Plastiksack rum. Da dachte ich mir, was habe ich denn bestellt aus Plastik? Naja, dann waren da die Gläser drin, ne? Eingepackt, jedes Glas einzeln in einen Karton. Okay, kann man machen. Aber in dem Karton war halt nichts drin, was irgendwie dämpfend wirken könnte. Also irgendwie Plastikchips, irgendeine Füllung. Und wenn es hier Luftblubberblasenfolie gewesen wäre, nee. Da war einfach nur ein Stück Styropor drin, das am unteren Ende und am oberen Ende ein wenig verdickt war, dass dort die Kanten reingeschnitten werden konnten, wo das Glas drinne liegt. Und so haben die das verschickt. Ein Glas natürlich unten direkt das Füßlein abgebrochen gewesen. Ne? Und naja, die Zeit vor Weihnachten, das ist ja jetzt relativ knapp, sag ich mal. Da bekomme ich nicht nochmal schnell ein paar von denen mit ran. Natürlich sehr schade. Hab dann auch eine dementsprechende Rezession geschrieben. Mit nur 2 Sternen und habe auch Bilder davon gemacht und habe geschrieben, Verpackung mangelhaft und so weiter und so fort. Weil ich mir dachte, naja, das ist ja unter aller Kanone. Auf jeden Fall habe ich dann 3 Tage später, quasi heute, eine E-Mail erhalten. Ja, danke für die Rezession, aber die kann man so nicht veröffentlichen. Ich müsste mich da an die Community-Richtlinien halten. Habe ich mir gedacht, hä? Was ist mit denen nicht richtig? So geguckt. Und ich persönlich habe auch gar nicht rausgefunden, warum der Kommentar gesperrt wurde. Weil ich bin sachlich geblieben. Ich habe nicht gesagt, hier, ihr Spackos, ihr habt da totalen Bullshit gebaut, löscht euch oder sowas in der Richtung, ne? Habe ich nicht gemacht. Ich habe Fotos gemacht, 2 Stück. Einmal von dem Glas, wie es dort eingepackt in diesem Karton liegt. Und einmal von dem Glas, wo der Fuß weggebrochen ist. Und nur darauf habe ich meine Rezession bezogen. Habe geschrieben, ja, es wundert mich, dass 2 der 3 Gläser überlebt haben, die ich bestellt habe. Wäre die Verpackung besser gewesen oder wäre irgendetwas Dämpfendes mit in dem Paket gewesen? Wäre es zu diesem Defekt gar nicht erst gekommen? Und ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Ich habe hier nicht gesagt, hier Leute, kauft das nicht oder sonst was, sondern habe nur geschrieben, was bei mir Fakt ist. Weil oftmals ist es ja so, dass Leute sagen, nee, kauf das nicht, kauf lieber irgendwo anders und so weiter. Mach ich ja auch nicht. Weil ich kann ja nur das beurteilen, was ich wirklich habe. Und ich habe nur diese gehabt, weil ich habe
Klar, ich habe schon eins von diesen Vampirgläsern, was mich erst auf die Idee gebracht hat, diese für Weihnachten zu bestellen. Und naja, im Endeffekt weiß ich gar nicht, wo das andere Glas her ist, wenn ich ehrlich bin. Dass ich sagen könnte, hier, da, bla, blub und so, ne? Nee, nee. Fair musste schon bleiben. Aber dann ärgert es einen natürlich, wenn du fair bleibst, dass sowas dann unterschlagen wird, ne? Leider, leider Gottes, gibt es ja solche Leute, die dann drauf reinfallen und sich dann tierisch ärgern, wenn sie nicht das erhalten, was sie wollen. Und apropos Verarsche am Kunden, Leute. Ich war hier neulich auf... Oh, das muss ich bis zur nächsten Folge mal raussuchen. Nicht, dass ich da irgendein Kappes erzähle. RTL-Vergleich oder sowas? Richtige Verarschung am Kunden. Ich war da auch schon am Überlegen, ob ich da ein separates Video davon mache, weil das ist 100%. Kannst du damit ja beweisen, dass diese angeblichen Tests, die sie da immer machen, ja, unsere Experten haben getestet und sind zu einem Ergebnis gekommen, dass das gefaked ist, dass das gelogen ist. Das kannst du eigentlich damit komplett beweisen. Weil folgende Situation. Ich hatte ja einen 3D-Stift. Und bei dem 3D-Stift ist irgendwie dieser Filament-Nachrücke-Dingsbums kaputt. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann kaufst du halt einen neuen, ne? Und war so der festen Überzeugung, 2019, da hast du für 30, 40 Euro eigentlich schon einen ganz passablen 3D-Stift bekommen, ne? Da war ich da auf Amazon und da nix unter 100 Euro gefunden, ne? Also, Alter, was denn hier los? Da habe ich mir gedacht, na gut, dann guckst du halt mal so, ne, Preisvergleich und diverse Tests der verschiedenen Hersteller. Möchte mich ja vorher auch ein bisschen informieren, was ich da eigentlich kaufe. Und bin dann auf diese Vergleichsseite von RTL gekommen. Und ja, was soll ich sagen? Da standen an erster und zweiter Stelle, glaube ich, standen da schon 3D-Stifte drin. Und dann an Position 4 standen Wacom-Pen drin. Wo ich mir dachte, hä? Seit wann machen die denn sowas, ne? Dann habe ich auf den Link geklickt, weil da gibt es ja immer hier auch Verlinkungen direkt zu den Verkäufern. Klickt auf Amazon. Ja, ist ein Wacom-Pen. Für diejenigen, die es nicht kennen, ein Wacom-Pen ist quasi für ein Grafik-Tablet der Stift, dass du auf dem Tablet zeichnen kannst. Und das stand bei 3D-Stiften dabei. Da war sogar mit angegeben hier für Filament ABS und PLA geeignet und so weiter und so fort. Wo ich mir gedacht habe, aha, da habe ich mir mal so die Seite angeguckt. RTL, unsere Experten testen, damit sie sich sicher sein können oder irgend so ein Scheiß. Wo ich mir gedacht habe, genau, wenn sich einer auch nur so ein bisschen, minimal damit beschäftigt hätte, was für einen Link er da eigentlich postet und kopiert und sagt, das ist einer der besten Stifte. Er hätte ja nur lesen müssen, ja? Dann hätte er den da nicht hingepostet, Vollhorst. Und so werden die Menschen verarscht. Du kannst ja quasi schon eigentlich gar nichts mehr glauben, was du im Internet liest. Weil egal aus welcher Quelle es kommt, es ist immer subjektiv. Objektiv gibt es, glaube ich, im Internet gar nicht mehr. Doch. Weil jeder immer irgendwo, selbst ich, ne, bring eine eigene Meinung mit rein. Aber ich vertusche das nicht, dass ich eine eigene Meinung mit hier reinbringen möchte. Ich vertrete meine eigene Meinung. Und ich bin ja auch ein Freund davon und sage das auch immer und immer und immer und immer wieder. Ich weiß, die schon länger dabei sind, die können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Bildet euch eure eigene Meinung. Seid kein Nachläufer, denkt nach, informiert euch und dann, ja, da haben wir wieder das Problem mit der Information, ne? Nee, aber da muss wirklich jeder für sich selber wissen, alles klar, so und so. Das ist meine Meinung. Und wenn andere Leute eine andere Meinung haben, ist doch gut. Dann lasse die. Und du musst auch niemanden von deiner Meinung überzeugen.
Aber ich glaube, so alle 3 bis 4 Aufnahmen quassel ich da mal drüber. Leidiges Thema. Ich bin schon wie so ein alter Mann, ne? Oh Gott, ich wäre alt. Damals. Da war die Jugend noch besser. Nee, war sie nicht. Es hat ja damals sogar... Oh Gott, jetzt müsste ich lügen. Aristoteles? War der das? Sokrates? Ich weiß es nicht mehr, wer es genau war. Irgend so ein richtig alter Typ, der sich darüber beschwert hatte, wie verkommen die Jugend doch heutzutage ist. Also, das ist nichts Neues. So von wegen, die Jugend, die erhebt sich nicht mehr, wenn jemand den Raum betritt. Die Jugend, die legt die Füße hoch. Die Jugend macht irgendwelchen Döne kennen, anstatt zu arbeiten und lauter so ein Zeug. Uiuiui. Ich sage jetzt nicht, dass die Jugend arbeiten muss, aber ist jetzt so ein persönlicher Gedanke von mir, ne? ADHS. In vielen Fällen denke ich, ist es einfach, weil die Auslastung nicht mehr gegeben ist, weil keiner mehr irgendwie durch den Wald rennt und Döneken macht. Ist so ein persönliches Ding. Ich bin nicht so stark involviert in dieser Thematik, dass ich sagen könnte, ja, oder nö. Von daher, wie gesagt, ist eine Vermutung. Und Vermutung darf man ja wohl mal, ne? Weiß Bescheid. So, wir sollten mal kurz unseren Tank auftanken, glaube ich. Oh nee, war ich ja erst. So, das wieder hier hin. So, aber ich denke mal, hoffe mal, schätze mal. Das könnte jetzt hier dann reichen. Hoffe ich. Zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme habe ich noch keine Antwort darüber, wie groß dieser Basenpunkt ist. Also hier unsere Space Base. Weil gegebenenfalls muss ich hier noch ein wenig erweitern. Aber wir können ja zumindest schon mal 2 Seiten machen. Weil wenn wir 2 Seiten gemacht haben, können wir die dritte dann immer noch irgendwie, also die gegenüberliegenden Parts, weiter rausziehen. Weißt du, wie ich meine? Was für einen Abstand lässt man eigentlich zwischen den Geschützen? Ich würde mal sagen, so 2er Abstand zwischen den Geschützen, oder? Weil dann kommen jetzt dann 2 Reihen Panzerung drauf. Obwohl, machen wir so eine fliegende Pyramide? Dass wir sagen, alles klar. Jetzt noch ein Block. Ein hoch, ein rein. Auf jeden Fall müssen wir das Ding dann auch noch verstärken, ne? Einfache Panzerung wird nicht reichen. 2- oder 3-fach werden wir da schon brauchen. Uiuiui. Ja. Hat keiner gesagt, das wird leicht hier. Oder billig. So, jetzt brauchen wir nochmal 2, 4, 6, 8, nochmal 10 Stück. Dann haben wir jetzt eine 30er Breite? Länge? Whatever? Okay. Können uns mal schnell da reinsetzen hier. So, und ich gönne mir mal kurz... Ach nee, brauche ich mir noch gar nicht gönnen. Wir haben ja jetzt hier noch ein Minütchen. Mit dem Minütchen kann ich zumindest schon mal ein paar... Also, hier Blöcke setzen. Mann. So, jetzt ist die Frage. Nee, ich glaube, ich mache dann erstmal so Querverbindungen. Also ist klar, jedes Geschütz muss natürlich so versorgbar sein, dass wenn hier irgendwie Raketen durchkommen von den Drohnen, dass die über eine andere Strecke weiterhin versorgt werden, dass die immer weiter schießen können. Weil ansonsten
kapste irgendwo einmal die Hauptversorgungsleitung. Und dann stehen die recht, naja, recht traurig da, wenn keine Munition mehr nachkommt, ne? So. Dann bauen wir noch der ist auch total falsch. So. So, sehr schön, Freunde. Andere bauen Basen, die sind kleiner, ne? Und ich baue ein Schiff. Naja, so bin ich halt, ne? Gut, Freunde, dann wäre es das quasi für heute gewesen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und tschüssikowski.